bin ich echt mal gespannt, was uns hier drin erwartet. Das wird bestimmt interessant. Bestimmt, bestimmt. Hallo? Hallo? Eieiei. Okay, hier ist auch noch überall Halloween. Was? Was? Gut, dass wir das Watz-Menü haben. Okay. Also sind hier auf jeden Fall Ghule drin, ja? Komm, einen muss ich mindestens machen. Damit ich dafür die XP krieg. Dann kann Ada den platt machen. So, das war's? Anscheinend. So, haben wir hier irgendwo was zu lesen? Gerade nicht, okay. Telefon nehmen wir. Boah, das ist hier aber am Brummen, mein lieber Scholli. Hallo? Hallo? Jemand da? Schreibmaschine. Spielzeugauto. Leere Farbdose. Pimpel. Brauchen wir alles nicht. Nein, 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 nein. Ich wollte zurückgehen, aber das brauche ich ja gar nicht. Ich wollte nur gucken, ob hier oben wieder ein Loch ist, dass hier irgendjemand runtergehüpft kommt. Zahnpasta! So, ey, da geh mal aus dem Weg. Verbandschere. Das ist doch mal lustig hier. Das wäre doch ein ganz cooles Thumbnail, oder? Hier so. Trick and Treat. So, was haben wir hier sonst noch? Forschungsreagenzglas. Uncool hier unten. Okay. Jetzt ist die Frage, gehen wir hoch oder gucken wir uns hier weiter um? Ist auch noch ein Pömpel. Pömpel. Ich dachte immer, das heißt Pömpel mit Ö. Aber es heißt Pömpel anscheinend. Okay. Kommt der? Ja, er kommt. Ja, gut. Wir gehen aber erstmal zu Fuß, oder? Ach, können wir gar nicht. Verstehe. Dann gucken. Wo rennt Ada denn hin? Muss die aufs Klo? Renn schnell aufs Klo. Oh Gott. Ich muss ein paar Schrauben rausdrücken. Ah. Entschuldigung. Ist mir so rausgerutscht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ach, hier geht's hoch. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Oh, eine Voltec Lunchbox. Mr. Rusty Modell. Aha, wie cool. Okay. Was haben wir hier noch? Nicht so viel. Da was drin? Klebeband. Boah, das ist hier so am Vibrieren und alles drin, als ob hier irgendwas Krasses drin wäre. Irgendwie. Das ist die Frage, gehen wir jetzt hier hoch oder fahren wir mit dem Aufzug? Wir gehen anscheinend hier hoch, ne? Ich suche hier die ganze Zeit irgendwelche Terminals, die mir was verraten über diesen Ort. Ach, hier sind wir, okay. Hallo, jemand da? Ich möchte nicht stören. Aber wenn ich das tue, habe ich zur Not eine Waffe, falls ihr mich erschrecken wollt. Eine Waffe in der Hand. Eine Waffe. Ich könnte eigentlich auch... Das wollte ich nicht machen. Warte mal, kann ich das wieder abbrechen? Kann ich das abbrechen? Kann ich das abbrechen, bitte? Nein, wirf die Granate nicht. Scheiße. So, ich bin übrigens da. Scheiße. Oh, ich habe einfach eine Granate verschwendet. Scheiße, Mann. Zu viele Spiele gleichzeitig. Zu viele Spiele gleichzeitig. Ich wollte eigentlich nur die Waffe wechseln, ey. Komm, unter einem. Zwei, ja gut, ist auch noch okay. Hallo? Hier jemand auf Klo? Dick, 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 da. Ich glaube, da war eine Wackelpuppe.
Ich warte ja darauf, dass mich hier irgendjemand anspringt. Ach, hier haben wir was zum Lesen. Dr. Reed's Terminal. Dann lesen wir mal. 29.09. Wir haben gerade 15 Kisten mit Psycho und Jet an Vault 95 geschickt. Eine ganz tolle Idee. Geben wir den Süchtigen mehr von dem Zeug, das sie in diese Situation gebracht hat. Davidson sagt, es soll sie dazu zwingen, die schwere Entscheidung zwischen Sucht und Entzug zu treffen. Ich glaube eher, dass das zu einem Blutbad führen wird. 7.10. Walter aus dem Lager hat mir gerade erzählt, dass wir eine riesige Lieferung mit der Aufschrift Vault 111 nicht öffnen erhalten haben. Oh, das ist unsere Vault. Er hat sie natürlich geöffnet. Es sind hunderte Liter Flüssigstickstoff. Wozu sollten sie das brauchen? Ich lese wieder Sachen, die ich lesen will. 22.10. Es reicht. Ich kann nicht unter jemanden arbeiten, der nicht wahrnimmt, was um ihn herum geschieht. Diese Vaults sollten ein sicheres Versteck für die Menschen sein. Kein Labor für Menschenexperimente. Na ja, wer Fallout kennt, weiß, dass das nicht so ist. Also kein Versteck ist. Davidson erkennt es immer noch nicht. Oder er will es nicht sehen. Wie dem auch sei, morgen kündige ich. Alles klar. Uninteressant. Also schon ein bisschen interessant, aber es geht. Es geht, es geht. Ich hab doch gewusst, dass da welche kommen. Wo bist du denn überhaupt, Ada? Ada? Wo bist du? Muss ich die jetzt etwa alleine töten? Oh, okay. Der saß. Der nicht? Der sitzt? Ja, wunderschön. Was? Ada, wo bist du? Und wo ist der andere? Da ist doch noch einer. Ada? Kannst du hier nicht hochkommen oder was ist der? Was ist dein Problem? Ich höre dich doch hier irgendwo. Na gut, dann bringe ich den anderen noch um. Hier war da noch einer. Komm mal raus da. Er sucht mich anscheinend noch. Kann ich dem ja in der Zeit in den Kopf schießen? Ja, triff, triff. Sehr gut. Und nochmal, komm. Komm, ich hab genug ins Vault eingegeben. Ich wollte gerade sagen. Ja, die Pistole reicht vollkommen aus hier. Oh, ein Projektor. Kann ich den anmachen? Zollstock nehmen. Nee, ich möchte den Projektor anmachen. Ich dachte, ich könnte mir jetzt hier was angucken. Aber anscheinend nicht. Schade. Schade. Na dann nicht. Also noch reichlich uninteressant hier, muss ich sagen. Ich habe irgendwie ein bisschen gedacht, ich kriege hier ein bisschen coolere Sachen zu sehen. Aber gut, vielleicht kommt das noch. Wir haben ja noch ein bisschen. Wir können ja noch ein bisschen weitergehen, ne? Was ist das da? Das ist ein Globus. Ich dachte, das wäre eine Vault. Also eine Vault Boy. Ein Vault Boy Ding. Hm. Antiker Globus. Oh, da sind Teile drin, die ich suche. Das ist gut. Hm. Telefon. Mega. Mega uninteressant hier. Ey. Wo ist denn Ada? Muss ich hier echt alleine kämpfen? Das finde ich irgendwie ein bisschen uncool. Ordner. Ach nee, wollte ich nicht. Egal, komm. So schwer wird das schon nicht sein. Okay. Plastikkürbis. Ich höre Ada. Kommt die gerade hier hoch? Irgendwo unten, irgendwie. Ja, ich gehe mal erst. Ach, guck mal, hier kann man auch lang. Ach, das ist der Dingsweg, okay? Der eine Weg.
den ich nicht hochgehen konnte, glaube ich. Was ist das denn? Leere gewölbte Vase mit Spielzeug außerirdischer. Süß. Okay, da geht's wieder runter. Ist hier was drin? Nee, okay. Oh, noch eine Lunchbox. Walltech Lunchbox öffnen. Habe ich das schon? Gummibonbons. Okay. Zahnpasta. Schloss. Was? Schlosserhammer. Plastikmesser. Was liegt hier noch? Nuka-Cola Truck. Tja. Da komme ich nur wieder runter. Da bin ich hergekommen, ne? Komme ich hier irgendwie rüber? Nee, okay. Komme ich vielleicht hinten rum? Irgendwie das Gefühl, ich werde gleich erschreckt hier. Hallo? Da ist auf jeden Fall ein Terminal wieder. Ey! Voll uncool. Komm, triff. Bitte triff. Bitte triff. Alter? Ja, jetzt musst du aber auch treffen. Stehst direkt davor. Wo haben wir denn das Watz, ey? Ich hab die... Ich hab die... Wo bist du denn? Ich hab die, die anderen Ghule eben gar nicht durchsucht. Aber gut, naja. Das Bad sieht sogar noch richtig gut aus hier. Ich habe noch nie jemanden verloren. Dieses Versagen ist mir neu. Ja, das sagst du jedes Mal. Komisch, ne? Ach, guck mal. Kann ich das machen? Entsperren? Yay! Ja, fast. Fuck. Okay, entweder nicht so weit oder noch viel weiter. Hä? Nee, okay. Scheiße. So? Ja. Wie schön. Eieieiei. Du trägst so viel. Ada! 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 Ada, komm her, ich bin so schwach, ich kann nicht mehr tragen. Boah, Ada! Wann geht die denn jetzt weg? Ich wollte der Sachen abgeben. So eine Kacke. Na gut, dann lesen wir hier erstmal. Die wird ja hoffentlich zurückkommen. Mr. Davidsons Terminal. Ah! Das ist der andere, von dem der eine eben sprach. Frank Davidson. Persönlicher Eintrag. 2.10. Dr. Reed glaubt scheinbar, dass die Vaults in der Gegend von Boston dazu dienen sollen, ihren späteren Bewohnern zu schaden, anstatt sie zu retten. Ich habe ihm gesagt, dass das Blödsinn ist. Voltec würde so etwas nie machen. Natürlich nicht. 13.10. Sharon hat mir heute Morgen in der Lounge Kaffee über mein neues Hemd geschüttet. Ich habe ihr gesagt, dass das nicht weiter schlimm ist und am Ende konnten wir beide über die Sache lachen. Wenn sie das nochmal macht, ramm ich ihr meinen Stift in ihre verdammte Kehle. Sie ist echt eine Nette. Was? was ist mit dem? Stimmt mit dem was nicht? Dr. Reed geht mir langsam auf die Nerven. Er redet nur noch über seine Theorie, dass die Vaults dazu dienen, Experimente an Leuten durchzuführen. Ich sage ihm immer wieder, dass das völliger Quatsch ist. Wenn er so weitermacht, muss ich ihn wohl zu Disziplinarmaßnahmen greifen. Okay. Muss ich wohl zu. So, was ist das denn da? Ih, es sieht komisch aus. Was ist das? Ein Papierzeug, oder? Okay. Kann ich denn jetzt gerade noch irgendwas loswerden? So... hier hinwerfen. Guck mal, sowas zum Beispiel. Ach nee, ablegen. Bunsenbrenner ablegen. Frostschutzmittel.
Scheine ich ja alles nicht so richtig zu gebrauchen hier, ne? Kristall, den behalte ich mal lieber. Kupfer ist auch wichtig. Pümpel anscheinend auch. Schreibmaschine, Sicherung. Kacke. Ach, ich hab schon wieder ich kann schon wieder normal laufen, das ist gut. Immerhin. So, wo bist du denn hingegangen? Ach, guck mal, da bist du ja. Hey, schau mal einen an. Hey, Ada. So, ich gebe dir mal meinen... Kann ich dir meinen ganzen Schrott geben? Nee, okay. Ich glaube, das frage ich jedes Mal, ne? Untersuchen, alles nehmen, nee. Nimm den Schrott an dich. Nimm ihn an dich. Nimm den ganzen Schrott. Nimm ihn an dich. So. Das Vorkriegsgeld hätte ich behalten können, aber naja, gut. So. Hier lang anscheinend, ne? Hier lang? Nee, da bin ich ja hergekommen. Warte mal. Hier lang. Komme ich hier irgendwie weiter? Ja, da komme ich ja lang hier. Ah, Schreck. Da bin ich ja einmal im Kreis gelaufen. War ich hier schon? Ja, hier war ich schon. Okay, ja gut, dann gehen wir mal runter, weil dann ist ja anscheinend die nächste Sache, die wir jetzt nur noch... Ach, da kann ich direkt mal hier die mal abchecken. Kronkorken, Patronen, hör mal, kann ich ja nicht liegen lassen, das geht gar nicht. Plastiklöffel, das allerdings schon. Gut, dann gehen wir mal in den Aufzug, ne? Und schauen mal. Kannst du mal herkommen, Ada, bitte? Komm hey, her. Wie kann ich die? Hier hin. Hier drüben. Komm her. Komm mal hier rein, bitte. Nach unten, okay. Schon sagen, weil oben waren wir ja jetzt. Keller. Hallo? Hallo? Ada, Hey! Ja, ma'am. Ach nee, du folgst schon. Auch? Du folgst schon. Ich wollte nur wissen, ob du schon folgst. Ja, ich wusste es doch, war mir doch klar. Batz! Ach, das schöne Batz. So, hier brennt's jetzt, Ada. Meine Fresse. Es wird doch nicht bei einem bleiben. Voltec. We'll be there. Okay. Ist hier eine Vault unten? Nee, sag bloß. Das sieht irgendwie aus, als würde sie zu einer Vault gehen. Nee, doch nicht. Ey, da, ey so, ich gehe schon um dich rum, ne? Schnappen Sie sie, man. Ja, anscheinend schnappst du dir den, würde ich mal meinen. Gott. Immerhin gibt's Ada, ne? Aber nicht mich abfackeln, hör mal. Oh, ich hätte ja so gern so ein schönes, sauberes Klo. So ein schickes Klo. Wir haben immer nur diese Scheißklos da. Scheißklos. Sie hat Scheißklos gesagt. Nein, ihr wisst schon. Wir haben keine schönen Klos bei uns. Die sind immer irgendwie so kaputt. Moment. Ach so, es klang gerade so, als würde da jemand sein. Oh. 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 Visier. Kampfflinte. Alles. Okay, noch ein Terminal. Entsperren. Ach, okay. Bestimmt, um was zu öffnen. Ja. Mach mal fertig hier. So. Einmal ist dort was. Und... da? Da? Oh, Versuch zurückgesetzt. Fuck. Ich weiß immer noch nicht, wie das funktioniert mit dem Versuchen zurückgesetzt. Kacke. Das muss man ja eigentlich... Ja. Egal. Irgendwie wahrscheinlich, wenn es so mehrere sind, ne? Wenn es 1, 2, 3, 4, 5 Teile sind oder so in den Klammern. Müsste man mal ausprobieren.
War's das schon? Ich sehe zumindest gerade nichts weiteres. Okay. Okay, Gates, Loss, Greed, Teeth. Null Treffer, okay. Okay, null Treffer. Blablabla. Was haben wir denn da noch? Makes würde komplett passen. Cress, Jones, oh, einiges. Haben wir nicht noch ein paar Klammern? Scheiße. Okay, wir versuchen mal Makes. Ein Treffer. Okay, ein Treffer. Jones? Nee, das wären ja zwei. Greed? Greed? Dann hätten wir eben einen Treffer gehabt. Task vielleicht? Okay. Warte mal. Wir haben Makes und Task. Okay, da ist es das A. Und bei Makes passt da auch was? Auch das A. Okay, entweder ist es das. Warte mal. Passt da noch irgendwas anderes? Ja, das E. Okay, da kann es das nicht sein. Das vielleicht? Da passt auch das A und das E. Okay. Was ist hiermit? Demon. Geht auch nicht. Warte mal, dann haben wir das hier nur noch, ne? Passt auch das A und das S. Hä? Bin ich gerade doof? Task takes. Was haben wir denn? Haben wir dieses Jones schon gehabt? Jones. Ist auch ES. Und das hier war nur ein E. Und da ist auch ein Treffer. Da ist aber gar kein Treffer. Ich bin gerade zu blöd irgendwie. Warte mal, das kann es nicht sein, das kann es nicht sein. Gates kann es auch nicht sein. Dann wären es ja A, E und S. So. A und das E. A und das E. Geht nicht. A und das S. Kann es auch nicht sein. Das ist nur das E und da passt gar nichts. Okay. Da einmal das S, da einmal das S und sonst nichts. Das wär's. Alles klar. Meine Fresse. Hab ich aber übersehen. Okay. Walter Scott, persönlicher Eintrag. 15.10. Ich glaube, Mr. Davidson hat langsam genug von Martin. Ich habe Martin gesagt, dass er es besser etwas ruhiger angehen lassen sollte, denn Mr. Davidson kann ziemlich aufbrausend sein. Haben wir eben gelesen. Ich habe mitbekommen, wie er Roger ein Billardkö über den Kopf gezogen hat, weil er zu nah am Tisch stand, als Mr. Davidson dran war. Okay. Roger hört seitdem auf dem rechten Ohr nicht mehr so gut. Ist ein bisschen cholerisch, der Herr, ne? Der Davidson. 19.10. Sharon fehlt mir. Sie ist schon ein paar Tage weg und ohne sie ist es einfach nicht dasselbe. Niemand oben hat etwas von ihr gehört. Ich mache mir langsam Sorgen. Oh. Wenn ich auf dem Weg zum Mittagessen ihr Gesicht sehe, ist das der Höhepunkt des Tages. Okay, da scheint der Davidson irgendwas gemacht zu haben. Türfernsteuerung. Status verriegelt. Aufschließen. Schwalumbambau. Okay. Wir haben jetzt eine Tür aufgeschlossen. Welche auch immer. Und wir haben hier noch einen Pümpel. Den nehmen wir mit. Vermutlich die? Da geht's raus. Ada. 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 Und das hier ist keine. Echt, das war's schon? Wir sind schon durch? Okay.
Okay. Ich gucke jetzt einfach nochmal hier, ob hier noch irgendwo was ist, oder? Das ist doch irgendwie... Bisschen wenig, ein bisschen kurz. Hier geht's raus. Exit. Habe ich jetzt echt die Tür aufgemacht? Tischventilator. Das war's schon jetzt hier in dem Voltec-Labor? Hör auf. Voltec-Jedöns-Zeug. Oh! Wir haben auf jeden Fall hier mehrere Voltec-Lunchboxen erhalten. Das ist ganz cool, muss ich sagen. Huh, runtergefallen. Was ist das? Plastikmesser. Okay. Toll. Aber wir haben die Box. Damit können wir Lunchbox-Granaten-Dingers machen. Ihr wisst schon. Hm, soll ich nochmal hochgehen? Nochmal gucken? Ach, Alter. Soll ich nochmal gucken? Ich kann nicht nach oben? Nee, ne? Man kann nur in eine Richtung gehen. Ja gut, dann gehen wir halt wieder raus. Tja, dann war's das halt schon. Irgendwie war das jetzt unbefriedigend, finde ich.